Ich bin in Guatemala und besuche mein Patenkind Soleila. Als Gastgeschenke kaufe ich Mehl, Mais, Reis und anderes für den täglichen Bedarf. Von Salamá aus, der Hauptstadt der Region Baja Verapaz, fahren wir stundenlang in das Bergdorf, wo Soleila mit ihrer Familie lebt. Herzlich werde ich begrüßt und in das extra für mich geschmückte Haus geführt. Jetzt werde ich ihre gesamte Familie kennenlernen. Am Eingang hängt extra ein Schild für mich. Herzlich willkommen in meinem Haus, Patin Marion. Sein Marion? Du? Manuel. Manuel? Okay. Die Planmitarbeiter stehen in regen Kontakt mit Soleila und ihrer Familie und besprechen mit ihr auch ihre weiteren Ausbildungsmöglichkeiten. Und erklären mir auch, dass in dem einzigen Zimmer des Hauses alle neuen Familienmitglieder schlafen. Mir wird Whiskill angeboten, ein Gemüse, das sie selbst anbauen. Sie haben auch einige wenige Tiere. Soleila muss sich um die Fütterung der Hühner und Gänse kümmern. Mir wird gezeigt, wie Mais geschrotet wird. Mann, ist das anstrengend! In der Küche, die direkt neben dem Wohnraum liegt, zeigen sie mir die wunderbaren Speisen, die sie extra für uns zubereitet haben. Ein ganz besonderes Festmahl. Denn in keinem anderen lateinamerikanischen Land leiden so viele, vor allem Kinder, an Fehl- oder Unterernährung. Fast die Hälfte aller unter Fünfjährigen sind davon betroffen. Jetzt geht's nur einen Kilometer weiter zur Eröffnung der weiterführenden Schule. Ein Projekt, das auch von Plan unterstützt wurde. Es werden viele Reden geschwungen und das gesamte Dorf ist auf den Beinen, um zu feiern. Durch diesen Neubau haben nun auch die Kinder aus der Region, vor allem auch die Mädchen, die Chance, die weiterführende Schule zu besuchen. Der Schulweg vorher war für sie nämlich viel zu lang und dadurch sehr gefährlich. In unserem Beisein eröffnet der Bürgermeister feierlich die Schule. Uns werden noch verschiedene landwirtschaftliche Projekte vorgestellt, die die Ernährungssituation der Menschen vor Ort verbessern soll. Das war wirklich ein aufregender und beeindruckender Tag bei meinem 12-jährigen Patenkind Soleila und ihrer Familie in Guatemala.